So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Ja, im letzten Run haben wir mit Isaac gekillt. Und ja, dann wollen wir mal einen neuen Run anfangen und ich überlege gerade mit wem. Ich könnte ja mal einen neuen Charakter einfach mal probieren, wo wir noch nicht gesehen haben, nämlich Samson oder Eve. Und ja, vielleicht verliere ich ja auch mal den Run. Würde langsam mal Zeit werden. Und ich glaube, ich probiere einfach mal mit Samson. Ja, Samson fängt an mit einem roten Herz und einem blauen. Hat nicht viel Feuerrate, dafür eine hohe Range, glaube ich. Na, Range ist mit ihm ist mittelmäßig. Aber seine Schüsse fliegen schneller. Und er hat von Anfang an das Blattlast. Und das Blattlast macht unsere Schüsse in jedem Raum stärker. Ich glaube, alle zwei Gegner, die wir töten. Ja, genau, das seht ihr jetzt. Unsere Schüsse sind gerade ein bisschen stärker geworden. Also in Räumen mit viel Gegner ist Samson gut, aber sonst kann man ihn echt in der Pfeife rauchen, besser gesagt. Ich bin mal gespannt, wie das so wird. Dam, dam. Das ist schon mal ein blauer Stein. Das ist gut, auf jeden Fall. Yay. Komm ich gleich zu den Münzen ran, schön. Noch mehr Münzen, warum nicht? Ich möchte aber erst den Itemraum suchen. Der hier ist. Da. Ja. Yeah. Du Hupfi, ne? Komm her. Dankeschön. La 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 la. Okay, ein rotes Herz. Hatte ich aber nicht gebrauchen. Und Homing Bombs. Ja. Schönes erstes Item. Habe ich auf jeden Fall 5 Bomben. Die ich gleich mal einsetzen werde. Weil Geheimraumsuche. Jawohl, und da ist er schon. Und 3 Münzen. Yay! Meine Lieblingsgeheimräume. Geheimräume. Okay, war jetzt ja nicht so erfolgreich bisher die erste Ebene. Aber schauen wir noch mal, was der Boss uns spendiert. Der Duke of Flies. Das ist natürlich der perfekte Gegner für Samson. Weil je mehr Fliegen ich töte, umso stärker werde ich. Hallo. So, lass das bitte. Danke. Ja, das seht ihr, jetzt haben wir schon rote Schüsse. Zack, zack. Ich werde nur stärker, Kollege. Mach nur weiter. La, 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 la. Zack, 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 zack. Ja, jetzt sind die Fliegen auch schon alle One-Hit natürlich. Und da hat er keine Chance, der Kollege. Ich sage, das ist der perfekte Gegner, um Samson zu zeigen. Und wir kommen Speed up. Das kann er auch gebrauchen, auf jeden Fall. So, also. Nächste Ebene. Oh, ich finde gleich mal den Item rauf. Was ist los? Ist ja ungewöhnlich. Okay. Boom. Lalala. Das Ding sprengen wir gleich mal. Da kommt ein Schlüssel raus. Das ist schön. Und wir bekommen das Rosary. Quasi das... Wie heißt's? Das Kruzifix? Nee. Gott, wie heißt das auf Deutsch? Ich wusste's mal. Verdammt, wie heißt das auf Deutsch? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Mir fällt's gerade nicht ein. Auf jeden Fall gibt's jetzt solche Anhänger auch. In echt? Wir haben irgendeinen speziellen Namen. Ich hab's aber vergessen, wie sie heißt. Verdammt. Das wirbt mich jetzt die ganze Zeit, ne? Bis es mir wieder einfällt. Der Rosenkranz, oder? War das der Rosenkranz? Ich glaube schon. Und der macht auf jeden Fall Fade Up. Und das erhöht die Chance auf Gotträume. Nach einem Boss. Was auf jeden Fall nicht schlecht ist. Und gibt uns zusätzlich 3 Blauherzen, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und hier haben wir eine goldene Truhe, die ich aber nicht aufmachen kann, weil ich keinen Schlüssel besitze. Weil ich meinen für den Itemraum verbraten habe. Was ja natürlich nicht schlecht ist. La 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 la. So. Ach komm. Lass dich doch erwischen, Mann. So. Okay, da hätten wir den Schlüssel.
Und da ist schon wieder ein blauer Stein, sehe ich gerade. Huch. Okay. Ich habe jetzt schon eine Menge blaue Herzen. Für die zweite Ebene. Ja. Das ist auch wieder ein schöner Raum, wo ich mein Damage hochmachen kann. So. Jetzt dürftest du da um One-Hit sein, ne? Nicht mal. Aber jetzt. Und tschüss. Okay, hätte ich schon mal 15 Münzen. Und da oben gehe ich auf jeden Fall rein, weil da ist das Scapula. Okay. Und gehe ich erst zum Boss? Ich gehe erst zum Boss. Larry! Gut, weiß ich nicht, ob ich... Wenn ich da Teile von Larry zerstöre, ob das auch als Kill zählt. Das weiß ich gerade nicht. Werden wir gleich sehen. Wäre auf jeden Fall interessant. Wenn ich ihn den mal kaputt bekomme mit der miesen Feuerrate. Dam, da, dam, bam, 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 bam. Das war früher auch mal anders. Wo Samson erst frisch reingepatcht wurde. Da hat noch das Blattlast bei jedem Kill wurde es stärker. Und ich glaube, das macht nicht stärker. Oder? Ich glaube nicht. Da war er noch vollkommen overpowered. Doch, das macht stärker. Interessant. Oh, blaue Herzen und oh mein Gott. Das waren viele blaue Herzen. Eieieiei. Okay, wo ist der Geheimraum? Vielleicht hier? Könnt ihr mir nicht gleich in dem Shop bomben? Yay. Schön. Das trifft sich. Da brauche ich keinen Schlüssel einzusetzen. Dann kann ich mir den gleich für die Bibel. Ah, nee, die Bibel will ich nicht. Kann ich mir die gleich für den nächste Ebene aufheben? Oder ich gehe hier rein. Ach, komm. Hat sich ja fast gelohnt, auf jeden Fall. Jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Feuerrate. Jetzt wieder so auf Isaac-Style. Na gut, doch ein bisschen schneller. Ah, ist schon angenehm, auf jeden Fall. Weil wir... Muss ja immer noch bedenken, wir sind auf Basement 2. Gerade mal. Schon vollkommen in Ordnung. Also Kampfräume sind echt mit Samson eigentlich auch kein Problem, weil ihr seht, wir werden ja immer stärker. Kann man schon machen. Da, 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 da. Okay. Jetzt gehen wir aber wahrscheinlich tiefer. Eine Ebene. Ja, wir haben jetzt schon 9 Herzen. Das ist nett. Auf Ebene 2. Das muss man immer betonen. Ebene 2. Alter. Okay, ganz viele Maden. Die machen mich alle auch nur stärker. Na, komm her. Soll mich mal auf eine Made konzentrieren. Und nicht alle auf einmal angreifen. So. Gut, die wollen sich nicht treffen lassen. Ich hab's kapiert. Lanenschlüssel, das finde ich gut. Und ein Zockautomat. Okay. Das ist wieder ein Kampfraum. Den werde ich wahrscheinlich wieder reingehen. Und ich glaube, diese Zombies, wenn ich die kill, dann zählen die auch als Kill. Das gab jetzt voll Sinn, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, genau. Werde ich auch stärker. Das ist gut. Und da muss ich mir erst beim Hals kratzen. So. Was haben wir hier drinnen? Ja. Oh, da kommt... Oh. Oh. Das ist schön. Das ist schön. Free Kombas. Warum nicht? La 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 la. Und Zombies auch noch. Okay. Macht mich nur stärker, Leute. Habt schon recht. Dam, dam, da, dam, dam, da, dam. Oh ja, jetzt mach ich schon guten Schaden. Zack. Wham. Na komm, lass dich treffen. Okay. Und Köpfe. Ai, 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 ai. Uiuiui.
Alles klar. Ein blaues Herz, das ist ja umso besser. Das hat sich gelohnt. Und hier unten ist ein Bosskampfraum und der Itemraum. Oh yeah, best item ever. Oh, Lust. Okay. Ich bin unterwegs, habe ich das Speed-Upgrade bekommen, sonst wäre das jetzt echt ein Problem geworden. Was ich jetzt gerade eingesetzt habe, das Telepathy for Dummies. Heißt das so? Ich glaube, das heißt so. Macht, dass wir Homing-Bombs haben. Oh! Nett! 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 Das war schön! In den Supergeheimraum gebeamt. Kann man ruhig machen. Ach Gott. Da habe ich genau die beiden Äußeren so weggeschossen, dass ich nicht mehr ausweichen konnte. War schön. La, 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 la. Na komm, lass dich treffen, Mann. Ist immer so schwer, manche Gegner zu treffen. Ich gehe jetzt mal nach unten. Kurz. Weiß gar nicht, wie viele Räume das Item braucht zum Aufladen, was wir haben. Weil das benutze ich so selten. Zack, zack, zack. Bum, 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 bum. Münzen, Münzen. Warum habe ich keinen Schlüssel? Ich möchte unbedingt in den Shop rein, eigentlich. Ja, vielleicht bekommen wir irgendwo noch einen. Jawohl, und Pestilenz. Ich muss den... Ich muss stärker werden. Ach, es ist so eng, Mann, gewesen, ne? Und ich kaum mich bewegen. Oh mein Gott. Wow, geh halt ab. Hey. 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 Ihr seht schon, dieser Homing-Effekt von dem Buch, der ist auch nicht so ganz das Wahre. Hey. Hey. Nein, nein. Ach, dieser Raum ist so eng. In den ganzen Steinen überall, ey. Oh, meine Güte. So, jetzt sitzt du in der Ecke. Warte ich nur noch deinen Tod. Und willkommen den Cube of Meat. Wer hätte das noch erwartet? Kein Engelsraum für mich. Das ist nicht schön. Und da drüben war doch so ein Ding, genau. Na, mal schauen, vielleicht bekommen wir was Schönes. Der Cancer wäre natürlich optimal. Oh, das sprengt sich einfach mal instant, natürlich. Klar. Okay. Und unser einen braucht übrigens zwei Räume zum Aufladen. Okay. Na gut. Weiter geht's. Ich gehe jetzt mal links. Das sind manchmal Situationen, ne? Erwische ich jetzt mal bitte den Turm. Alter. Danke. Meine Phrasen. Da, dam, dam, dam. Da, 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 dam. Uiuiui. Das etwas close mal wieder. Oh nee. Oh nee. Ja, 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 au! Oh, Alter! Das sind auch die schlimmsten Räume mit so einem Gang oder so. Ah. Ernsthaft. Yay. Rage up. Brauche ich unbedingt. Oh, meine Güte. Gut, aber da oben ist ein Kampfraum, das macht Hoffnung. Okay, ein blauer Stein.
Das ist schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Na, ja. Wenn man in den Raum reingeht und man sieht sofort den blauen Stein, das ist schön. Das macht Freude. Diese Blutfliege, danke. Okay. Stirbige! Und jetzt nur noch du, Kollege. Ein blaues Herz und eine Bombe zurück. Warum nicht? Da-dam, 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 du-dum. Okay. Maden, 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 Maden. Jetzt alle sterben werden gleich, bestimmt. Wenn ich sie mal treffe. Danke. So, in den Kampfraum komme ich ja jetzt noch nicht rein. Dafür muss ich erst in die Arcade Room. In den Arcade Room. Weil dann kann ich mich auf ein Herz runterhauen. Ja, das ist momentan der Plan. Mal sehen, ob der funktioniert. So, da setze ich mal das Büchlein ein. Habe ich nicht auf mich geachtet, jetzt habe ich nur auf die Fliegen. Ja, komm. Komm. Habe ich mich extra konzentriert, ne, in dem Raum. Und dann. Derp. The Night. Da. Nein, 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 der erwischt mich nicht. Nein, nein, lass das, lass das. Lass es sein. Uiuiui. Es gab auch viele Ticks für unseren Schaden-Ups. Für unser Schadens-Upgrade. So, Arcade Room. Nein! 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 Ich weiß schön, dass wir ein Bloodpack bekommen, aber ich bräuchte. Oh, nein! Ich hätte noch eine... Ach, nee. Ich hätte noch eine Benutzung gebraucht. Oh, damn it. Hoffentlich jetzt bitte ein halbes rotes Herz. Oh, damn it. Verdammt nochmal. Wo kriege ich jetzt bitte einen Schaden her? Ohne, dass ich ein blaues Herz... Ah, das... Nein. Nein. Ist das uncool. Oh. Ah, das war dumm. Das war echt eine dumme Situation. Oh mein Gott, und wie bin ich jetzt hier ausgewichen? Ich weiß es nicht. Lass mich stärker werden, verdammt, und du dummer Kopf. Hör auf zu schießen. Nein. Wah! Oh Gott. Warum ich das ohne Hit geschafft habe. Und das ist der Geheimraum. Das ist schön zu wissen. Okay. Müssen wir auf jeden Fall 15 Münzen für den Shop übrig lassen. Vielleicht so ein Trinket langsam? Das wäre cool. Wäre schon cool. Ach, wo hau ich mich bitte runter? World. Dam-dam. Cursed Skull, braucht kein Mensch. Das unnötigste Trinket, was es jemals gab. Ist eigentlich schon mal erwähnt, was das macht? Ich glaube nicht, oder? Auf jeden Fall macht das, wenn man in einem Raum ist und man ist auf einem halben Herz, glaube ich. Dann wird man aus dem Raum rausgebeamt. Und darf den Raum dann nochmal machen. Schön, oder? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Und das war vollkommen... nutzlos, dieser Automat hier. Yay. Gib mir die Münzen und dann tschüss. Oh, meine Güte, meine Güte. So, was war hier unten eigentlich? Ja, komm, tschüss. Bumm. Was bist du? Helfer ab! Yay. Okay. Als Kai... Das... Ah, das...
Idee! Das ist echt doof. Hallo, Greed. Mal wieder. Ich glaube, ich habe mehr Greeds als Shops, oder? Dem LP bisher. Kommt mir auf jeden Fall so vor. La 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 la. Dam da dam. Und wenn man seinen wertvollen Schlüssel an den Greed drin. Grrr. Dummer Typ. Keiner mag dich. Da da. Da, 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 da. Stirb doch einfach ab, dankeschön. Wow, das waren viele Münzen. Heieiei. Yo. Boom. Gut, dann kann ich auch das Herz hier aufheben und das Herz hier aufheben, wenn ich eh nicht da oben reinkomme. Dann nehme ich mir noch das Bloodpack mit und gehe zum Boss. Das ist jetzt echt doof, dass sie... Da! Grrr! Dam, da, dam, dam, da, da, dam. Die springe ich gleich mal. Du bringst mir nichts. An dem Automaten werde ich vielleicht noch zocken. Höchstwahrscheinlich sogar. Also machen wir jetzt gleich den Boss. So, dich weg. Und dich weg. Und euch weg. Ja, spawn nur immer weiter. Hast schon recht. Blar. Blar. Nee, das wird echt kein Problem, der Boss. Da ich ja immer stärker werde. Nur halt jetzt ist es noch kein Problem, ne? Aber wenn ich dann so Kämpfe wie Isaac oder so habe oder Satan, dann... Ja, dann werde ich halt nicht stärker in den Räumen, ne? Das ist echt das Problem an Samson. In den normalen Stockwerken ist der echt gut, aber sonst... Bosskämpfe... Und schon wieder Range Up? Ernsthaft? Aber jetzt habe ich schon zwei Mom-Items, ne? Items. Ja, wenn ich jetzt noch Moms Inner Eye hätte, hätte ich wenigstens Moms Contacts freigeschaltet, ne? Vielleicht bekommen wir es ja noch. Gut, aber jetzt mache ich erstmal einen kurzen Schnitt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ja, ich habe ein paar blaue Herzen bekommen. Hab das Go-Tooth-Trinket bekommen und mit dem wir ein bisschen schneller sind. Und jetzt sperre ich das Ding erstmal, was nicht funktioniert, wie ich will. Doch, funktioniert. Okay. Und dann nehme ich die World wieder mit und bleib beim Go-Tooth. Ja, komm. Passt schon. Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Yay. Dann setze ich gleich mal World ein. Und gehe nach unten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Ich. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Oh mein Gott. Oh, du Heilige. Was war das bitte für ein Raum? Wow. What the fuck? Meine ganzen Herzen sind fast wieder alle weg. Traumhaft. Wo ich mir gerade so mühsame Arbeit. Oh. Nee. Ja, genau. Leute, habt schon recht. Boah, ihr wollt mich tot sehen, ne? Ist ja gut, Mann. Alter. Ja, nee, ist klar. Boah, lasst mich doch mal in Ruhe. Dummen Typen, ey. Ach Gott, ich hasse diesen Gegner. Stundenglas, ja, nehme ich mit. Oh meine Güte, was grausam. Lass mich da rein. Irgendwas Gutes, bitte. Telepilz. Lass es bitte was Gutes sein. Omsaki. Na gut. Aber habe ich nicht Telepilz aktiviert. Ah, dieser Raum, der war jetzt nicht schön. Der war jetzt echt nicht schön. Der hätte jetzt echt nicht sein müssen. Diese zwei Räume, das waren ja zwei. Boah. Oh, meine Güte. Da, 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 da.
Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Hör auf zu schießen, ihr Viecher. Alter, lass das. Zum Glück bin ich so schnell, ey. Oh meine Güte, ich renne in die Gegner. Ist viel zu viel los hier. Viel zu viel los. Was geht denn hier ab? Alter. What the hell? Okay, das ist wenigstens mal angenehmer Raum. Nicht so viel Stress. Die halten immer noch... Ja, es ist halt das Problem, ne? Samson macht keinen Schaden. Er macht einfach keinen Schaden. Das ist echt das große Problem an diesem Charakter. Nein, 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 nein. Oh, zu viele Explosionen. Ja. Wenn es weitergeht, verrecke ich fast. Bald. Die hell. Wow. So, was haben wir hier? Gehen wir hier auch noch rein. Yay. Schieß doch, du dummer Turm. Danke. What the fuck? Das war nicht schön bisher, die Ebene. Komm, machen wir so. Ja, schlimm, ey. So ein bisschen Schaden-Upgrade bekommen und dann hauen wir drauf den Ollen. Und es hält. Die halten immer noch einen Schuss aus. Eieiei. Gott doch, Gott doch, Gott doch. Skeletten-Key. Fantastisch. Alter. Ah, oh, schon wieder euch. Langsam wird's langweilig. Tschüss. Wupp, 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 wupp. Wupp, 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 wupp. Okay, hier haben wir einen Shop, da gehe ich auf jeden Fall rein. Die Batterie. Ja, warum nicht? Nehme ich. Nee, dein Volt, ich verwechsel die zwei immer. Das wird sich wahrscheinlich nie ändern. Okay. Oh mein Gott, ernsthaft? Alter, was sind das für Räume hier? Grausam. Ja, klar. Den Raum, den Run werde ich verlieren. Das sehe ich schon. Hätte ich wenigstens dann mal verloren. Ich sag's immer wieder. Alter, nee, das war... Wow. Spiel gib's mir. Gib's mir Spiel. Wow. Soll ich ernsthaft jetzt Bloat machen? Ich kann ja gleich aufgeben. Oh mein Gott. Ja. Nein! Oh, da ist der Small Rock rausgekommen, sich jetzt erst. Hab mich aber gleich wieder hinten lassen. Ach du Heilige, ey. Ja, diese Samson Runs. Die sind echt knüppelhart. Da schaffe ich eher noch einen Blue Baby Run als den Samson Run. Es ist traurig, aber es ist so. Au. Uiuiui. Da 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 dam. Weil genau das sowas habe ich vorhin gemeint, ne? Das ist halt so ein Raum, da kann man keinen Schadensupgrade bekommen und dann ist Samson halt. Er ist im Arsch! Schaut's euch an!
Wow, jetzt habe ich erstmal die Hälfte. Ernsthaft? Oh, meine Güte. Und da war ich noch glücklich, dass ich den 2 Rock bekommen habe, ne? Sonst wird das doch mal länger dauern. Eieiei. La. Nein! Ah. Ah, jetzt hat sich mein Scapula aktiviert. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Sind doch mal 2 Hits. Ach Gott. Selbst wenn ich das überleben würde, was ich nicht glaube. Ja, da bin ich down. Oh, oh. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, das war's da mal wieder für heute. Let's Play The Binding of Isaac. Jetzt ist es tatsächlich mal eingedreht. Ich habe mal einen Run verloren. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Run wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.